Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Lieber mal einen Blick riskieren und sich dafür nicht genieren. So, ich habe also die Brille auf, weil jetzt kommt Schwerstarbeit. Wir haben hier wahrscheinlich einen Kabelbruch, was natürlich völlig geil ist. Der sitzt irgendwo hier hinter. Also, ich habe da schon mal was vorbereitet, weil ich brauche euch nicht zeigen, wie ihr eine Schraube lösen müsst. Das kriegt er geregelt. Musste ich die komplette Halterung hier abmachen. Oben. Die ganze Tachoeinheit und dann natürlich auch noch hier unter, weil der Kabelbaum sitzt hier unter. Musste das Ganze auch noch abbauen. Als ich die Leitung auseinandergebaut habe, haben wir festgestellt, dass das ein Kabelbruch ist. Ist auch schon mal wohl gewesen, hat man dann irgendwie mit so einer blöden Klemme zusammen gemacht. Das sind 7 Kabel. Da müssen wir jetzt beigehen. Wir wollen das vernünftig machen. Wir nehmen den Lötkolben, nehmen Lötzinn. Diese 7 Kabel hier zusammengelötet haben, einzeln erstmal so, weil das zu viel ist, gehen wir noch mal bei mit Lötzinn und löten dann das Ganze noch mal zusammen. Und danach nehmen wir natürlich Isolierband und isolieren das völlig ab, damit das vernünftig ist. So, dann muss ich noch diese ganze Tachoeinheit, seht ihr ja hier, komplett lösen, weil hier habe ich vermutet, in dem Kabelbaum, dass da irgendwo ein Bruch ist. Habe ich euch ja gerade gezeigt. Hier ist diese ganze Geschichte. Haben wir schön zusammengelötet. Ne? Weil das läuft hier so runter. Hier unten sind die Steckverbindungen. Vernünftig lösen. Alle Schrauben vernünftig weglegen. In irgendeinem Behälter. Spult nicht rum und legt die irgendwo hin. Ihr findet die nie wieder. So, wir haben das gelötet. Jetzt müssen wir diese ganze Geschichte isolieren. Und dann müssen wir natürlich alles wieder zusammenbauen. Wir haben jetzt hier den Kabelbruch repariert, haben das vernünftig zusammengelötet, habe ich euch ja schon gesagt, isoliert, wieder alles so hingepackt, wie es ist, haben schon die Tachoeinheit wieder draufgepackt, auch die Schrauben vernünftig, Steckverbindungen, darauf achten, dass sie alle vernünftig sind. Probiert es vorher aus, dass alles funktioniert, Blinker, Licht, Hupe, nicht, dass ihr den ganzen Scheiß zusammengebaut habt und dann müsst ihr das wieder auseinanderbauen. Jetzt mache ich die Lampe dran. Was nur eine Steckverbindung ist hier und so ein paar Schrauben, dann kommt noch die Front dran und dann müsste das Thema soweit erstmal durch sein. So, also diese ganze Geschichte haben wir Gott sei Dank geklärt. Der Junge freut sich. Jetzt machen wir natürlich noch mal Stiftung Warentest zum Schluss. Zündschlüssel umdrehen ist immer ganz wichtig und dann gucken. Also der springt schon mal an, dann machen wir. Licht geht auch, Blinker geht auch, andere Seite geht auch. So, also kann man dann nur sagen, ich freue mich aufs nächste Mal, bedanke mich, Robin, immer schön vorsichtig fahren, das ist ganz wichtig, nicht, dass ich gleich morgen wiederkommen muss. Fragen, Müller fragen und egal, ob es stürmt oder schneit, der Rolf ist stets bereit. Ich habe im Regen weitergemacht. Ich ziehe das eiskalt durch. Freue mich auf die nächste Aktion. Euer Roller Rolf. Bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, nächstes Mal ist eine Simsen.